Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 35 Sekunden. Falls ihr neu da seid, dann lasst gerne ein Abo da. Danke für euren Support. Noch eine kleine Info zu diesem Video von vorhin. Man bekommt hier auf Apple seine ganzen V-Bucks zurück. Aber eine kleine Korrektur, wenn ihr sie nicht ausgegeben habt. Also das, was ihr schon ausgegeben habt, das bekommt ihr leider nicht zurück. Das steht auch hier nochmal, die du im App Store gekauft und noch nicht ausgegeben hast. Also falls ihr die V-Bucks ausgegeben habt und nichts auf eurem Account habt, dann bekommt ihr das Ganze leider nicht. Also wenn ihr was habt, bekommt ihr was. Wenn nicht, dann leider nicht. Nochmal hier als kleine Korrektur. Und mal schauen, was jetzt hier reinkommt. Was Neues? Was Verbuggtes? Was ist das? Was ist denn das ganz links? Wartet mal. Immer noch verbuggt? Zwei Emotes? Die wurden, glaube ich, nicht geleakt, oder? Ganz rechts haben wir immer noch die No-Skins. Okay. Okay. Warte mal. Warte mal. Zwei? Ach so. Ohne Musik oder wie? Oder sind das wieder so kopiergeschützte Dinger? Ah, wieder kopiergeschützt, ja. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Es sind zwei verschiedene Tänze mit der gleichen Musik. Okay, das muss ich ganz kurz ausmachen, denn es ist kopiergeschützte Musik. Einmal bekommt ihr hier diesen Tanz. Okay, und einmal diesen hier. Okay, die wurden aber nicht geleakt. Zwei nicht geleakte neue Tänze. Okay. Okay, okay, okay. Also nochmal eine kleine Info, wie gesagt, zu den ganzen Apple-User. Ihr bekommt halt nicht alles zurück, was ihr jemals reingepayt habt, sondern nur das, was man halt noch auf dem Account dann drauf hat, auf dem Fortnite-Account. Aber schaut euch dazu einfach oben rechts beim i nochmal das Video an. Die finde ich cool. Aber nicht für den Preis, muss ich ehrlich sagen. Die ist aber nice. Der Kollege hier, ey, ich glaube, der ist selten. Schaut mir kurz jetzt mal sofort nach, was denn heute so selten ist. Denn ich glaube, wir haben auf jeden Fall was Seltenes am Start. Ich schau nach. Joa, wir haben was Seltenes. Okay, nicht selten. Okay, das ist ja gar nicht mal so selten. Aber der Kollege hat einen neuen Stil bekommen, oder? Oder gab es ihn schon davor auch? Ne, den gab es davor auch schon. Also die letzten Male. Der ist jetzt nicht seit dem neuen Update rausgekommen. Aber cooler Stil auf jeden Fall. Was gibt es hier noch? Hat das Backbling auch einen zweiten Stil? Nö, nur der Kollege. Gibt es sonst noch was im Set? Ne, das war zuletzt vor 38 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Die ist cool, die Dame. Auf jeden Fall. Lässt sich bestimmt gut spielen. Sieht auch nicht schlecht aus. Männliche Variante finde ich jetzt nicht so besonders. Nö. Sind die selten? Die waren zuletzt vor 33 Tagen da gewesen. Okay. Die sehen nice aus irgendwie. Die haben was. Die haben auf jeden Fall was. Der Sound war zuletzt vor 36 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Der Gleiter ist cool. Erinnert mich immer so an so einen Käfer. Und der Sound irgendwie auch. Okay. Und dann haben wir hier den Skin auch am Start. Sehr nice irgendwie. Irgendwie sieht der cool aus. Ach so, der hat zwei Stile, deswegen sieht es so verbuggt aus. Also hat es gerade so verbuggt ausgesehen. In Gold-Weiß, ich weiß nicht. Da gefällt er mir irgendwie in Schwarz-Rot besser. Aber es ist Geschmackssache. Und das gleiche gilt auch hier für das Backbling. Dann haben wir hier nichts mehr im Set. Powercord ist die selten. Ne, zuletzt vor 51 Tagen. Zuletzt im Shop da gewesen. Hat hier zwei Stile. Einmal hier so in Grün. Und der Skin auch in, ja, Neongrün, oder? Ja. Cool. Cooler Skin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier das seltenste Item von heute. Und zwar zuletzt vor 164 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. An die kann ich mich irgendwie null erinnern, dass es die mal überhaupt gab. Okay. Sieht aber nice aus, muss ich sagen. Finde ich irgendwie cool. Das Animierte hier. Sieht nice aus. Dann haben wir hier Unendlicher Depp. Zuletzt vor 19 Tagen im Shop da gewesen. Ja, kennt man bereits. Ist ja oft im Shop da gewesen. Boxenstopp zuletzt vor 39 Tagen zuletzt da gewesen. Kein schlechter Skin. Headbanger. Zuletzt vor 20 Tagen erst da gewesen. Also auch erst vor kurzem da gewesen. Nichts Besonderes. Setz dich doch. Zuletzt vor 28 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Und die ganzen No-Skins sind immer noch da. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.